das, meine Freunde, ist durchaus, durchaus krank. Ja, das ist schon krank. Kuckuck und hi Leute, herzlich willkommen zu diesem Video. Dieses Video geht über die 9 dümmsten Fragen zur Masturbation. Ein Thema, was eigentlich nicht zum Lustigmachen ist, weil es eigentlich, Masturbation an sich ist eigentlich eine Sache, die ganz normal und natürlich ist. Aber es gibt ein paar lustige Fragen im Internet, gerade in irgendwelchen Internetforen oder bei Dr. Sommer, über die man schon eigentlich mal lachen kann, wenn man es denn darf. Und wir dürfen das jetzt hier, ich erkläre das jetzt feierlich, wir dürfen es. Es ist aber so, dass die Fragen durchaus ein bisschen, sagen wir mal, heikel und ein bisschen sehr pervers sind, teilweise jedenfalls. Das heißt, Leute, die jünger sind als 14 und älter als 99 sind, sollten sich dieses Video vielleicht nicht zwingend antun. 100 Jahre geht vielleicht gerade noch. 101 ist schon kritisch. Ihr wisst, was ich meine. Angucken auf eigene Gefahr. Und ich würde sagen, wir schießen einfach mal los mit den 9 dümmsten Fragen zur Masturbation. Ich werde zu den Fragen keine Antworten geben, weil das Video sonst viel zu lang werden würde. Dafür gibt es ja auch noch meine Dr. Sommer und meine Kummerkastenreihe, wo ich dann zwischendurch Antworten drauf gebe. Das heißt, hier werden einfach nur die Fragen vorgelesen. Ich würde sagen, wir schießen los. Viel Spaß mit dem Video und los geht es. Männlich 14 Jahre. Ich habe da einmal eine Frage. Neulich wollte ich zum ersten Mal masturbieren. Nach 3 Minuten habe ich dann aber die Geduld verloren. Wie merkt man denn eigentlich, ob man einen Samenerguss hatte? Also, wenn du da keinen Spaß dran hast, Mann, jetzt gebe ich schon hier wieder Antworten. Ich will gar keine Antworten geben. Deswegen, lustig. Wir machen dann nochmal weiter. Und zwar weiblich 17 Jahre. Liebes Dr. Sommerteam, kann die Frau eigentlich von Selbstbefriedigung schwanger werden, wenn sie vorher einen Penis angefasst hat? Das sind so scheiß Fragen, ey. Ist ja sowieso ein heikles Thema. Frauen und schwanger werden, gibt es ja ganz viele Fragen. Können Frauen vom Küssen werden schwanger werden oder vom Blümchensex? Nachher kommt noch die Frage, können Frauen vom Sex schwanger werden? Ich meine, das wäre ja bescheuert. Apropos bescheuert, bescheuert ist auch die nächste Frage. Super Transition, wir kommen zum nächsten Teil. Männlich 16 Jahre. Hallo, ich habe von ich lese hier schon Kollege, ey, ach du Scheiße. Ich habe von Kollegen gehört, dass sie nur 30 cm weit spritzen können. Wenn ich mich aber selbst befriedige, schaffe ich 3 bis 4 Meter. Ist das normal? Ganz ehrlich, die Frage ist noch lustiger, wenn der Kollege stände. Hallo, ich habe von Kollegen gehört, dass er nur 30 cm weit spritzen kann. Wenn ich mich aber selbst befriedige, schaffe ich 3 bis 4 Meter. Ist das normal? Aber hey, ich denke, jeder ist da von Typ zu Typ unterschiedlich. Die einen schaffen nur die Zentimeter, die anderen die Meter und der nächste schafft vielleicht sogar einen Kilometer. Wer weiß. Ich bin übrigens der Kilometer-Typ, falls es euch interessiert. Weiblich 15 Jahre. Ich habe da einmal eine Frage. Ist es irgendwie ungesund, sich mit einem Tampon zu befriedigen? Denn seit einiger Zeit gefällt mir das besonders gut. Ich finde die Vorstellung übrigens sehr interessant, aber jedem das seine. Nächste Frage. Und zwar von männlich 14 Jahren. Liebes Dr. Sommerteam, wenn ich mir einen runterholen will und dann zum Höhepunkt komme, läuft immer eine grüne, eitrige und nach Fisch riechende Flüssigkeit aus meinem Penis heraus. Ist das normal, weil ich dachte, Sperma sei weiß? Das ist so widerwärtig. Falls es übrigens die unerfahrenen Mädels unter euch interessiert oder auch die unerfahrenen Jungs, nein, das ist soweit nicht normal. Deswegen würde ich dir an der Stelle übrigens raten, zu einem Urologen zu gehen. Aber wir kommen zur nächsten Frage. Von weiblich 16 Jahren. Ich habe da eine ganz seltsame Sexfantasie, während ich onaniere und die ich es einfach nicht mehr schaffe, zum Höhepunkt zu kommen. Ich wünsche mir immer, dass mein Freund sich schminkt, Frauenunterwäsche trägt und eine Perücke mit langen Haaren anhat. Das ist krank. Aber hey, so gesehen wäre ich ja der ideale Typ für dich. Ich trage ja auch manchmal Perücken. Aber hey, wer unter euch Mädels hat diese Vorstellung noch nie gehabt, oder? Ihr wünscht euch das doch nur von eurem Freund. Seid doch ehrlich. Nein? Ich hab das gedacht. Ich dachte, das wäre so komisch. Egal, meine Freunde, machen wir einmal mit der nächsten Frage weiter. Und zwar von männlich 11 Jahren. Hallo Dr. Sommer, ich habe meine Freunde in der Dusche beobachtet, wie sie sich einen runtergeholt haben. Aber sind sie da nicht ein bisschen zu jung für? Oder darf man sich schon vor 14 Jahren selbst befriedigen? Also, ich weiß ja echt nicht, aber... Also 11 Jahre ist schon ein bisschen jung, oder? Ich keine Ahnung. Aber vielleicht habt ihr ja Lust zu kommentieren, in welchem Alter das bei euch angefangen hat. Man ist im Internet ja anonym. Also genießt eure Anonymität. Ja, und wir machen mit der nächsten Frage weiter. Und zwar mit der vorletzten Frage. Die ist nämlich diese auch gut. Männlich 15 Jahre. Hey Jungs, ich habe da mal eine Frage. Zurzeit ist meine große Cousine zu Besuch bei uns und wird für 2 Monate bei uns wohnen. Durch Zufall habe ich da vor einer Woche, als ich in unserem Waschraum war und ein T-Shirt in der Waschmaschine gesucht habe, einen Tanga von ihr entdeckt. Ich wurde sofort total geil und habe angefangen zu masturbieren. Als ich dann meinen Orgasmus hatte, konnte ich nicht anders, als in ihren Tanga reinzuspritzen. Jetzt habe ich total Angst, dass sie den anzieht und dann schwanger werden könnte. Kann das passieren?
Also so krank. Alleine diese Vorstellung. Nein, oh Gott, raus aus meinem Kopf. Und außerdem tut mir deine Cousine voll leid, hallo? Ich meine, das ist doch voll eklig dann für die am Ende. Aber das kann ich dir sagen und dich damit beruhigen. Sie wird wahrscheinlich mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit davon nicht schwanger werden können. Denn die müsste sich den dafür wirklich direkt anziehen und tief in sich reinstecken, wenn du verstehst, was ich meine. Und gehen wir mal davon aus, dass der Rest deiner Familie relativ normal ist, dürfte das ja eigentlich nicht passieren. Ach, ich gebe hier schon wieder Antworten. Wir machen jetzt Frage Nummer 1 und zwar los geht es. Männlich 16 Jahre. Heute habe ich auch einmal eine Frage und würde sie euch allen gerne stellen. Ich befriedige mich, seit ich 13 bin selbst. Doch irgendwie habe ich mit der Zeit den Spaß am normalen Masturbieren vor Pornos verloren. Vor einer Woche hatte ich einen kranken Einfall. Ich habe mich auf den Rücken gelegt und versucht, nachdem ich gekommen bin und das Sperma in die Luft fliegt, es mit meinem Mund wieder aufzufangen und zu schlucken. Beim ersten Mal habe ich das nicht geschafft, aber mittlerweile klappt es ganz gut. Meine Frage ist nun, ob das normal ist. Das ist doch eigentlich total krank, sein eigenes Sperma zu essen. Was meint ihr? Das, meine Freunde, ist durchaus, durchaus krank. Ja, das ist schon krank, aber es ist nicht zwingend krank. Das kann ich dir nämlich schon mal sagen. Gerade in der Pubertät, wenn der Teenager nur so voller Hormonen sprudelt, ist es durchaus normal, dass man seltsame Fantasien und Einfälle, gerade was das sexuelle Interesse und die sexuelle Interaktivität, ist das richtig? Was das eben angeht, dass das durchaus mal skurril werden kann und das auch durchaus normal ist. Das bedeutet für dich gerade, dass diese Zeit auch wieder vorbeigehen wird. Wenn du dann aber 65 bist und das immer noch tust, ist es durchaus komisch und dann vielleicht sogar krank, ja. Ja, und was das Kranke angeht, ich würde sagen, das ganze Video war ein bisschen krank. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn das der Fall ist, wisst ihr ja. Ja, und damit sage ich, wir sehen uns vielleicht am Samstag, vielleicht auch nicht. Ansonsten sehen wir uns irgendwann beim nächsten Video. Bis dann und tschüss, Leute. Oh Mann, das wird jetzt wieder lächerlich. Ich höre auf.